Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker mit mir, Ninjago. Wir machen weiter mit den 10 Mario-Herausforderungen. Mal schauen, welche schönen 8 Standard-Levels jetzt auf uns warten werden. Natürlich wird erstmal wieder Prinzessin Peach entführt. Und ich bin wieder euer Ninjago. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Super Mario Maker. Und es geht los mit Level 1. Sprießende Goombas. Okay. Im Style von New Super Mario Bros. U und die Goombas haben eine Piranha-Pflanze auf dem Kopf. Okay. Ist da ein Pilz drin? Da ist ein Pilz drin. Das ist doch schön. So. Oh, ja, super. Das war nicht so toll. So, einmal kurz die da alle erledigen. Dann gibt es schön Leben. Oh, jetzt werden sie ja ein bisschen größer. So. Oh, jetzt hat schon wieder die Fahne, sehe ich. Hier hat er schon die Fahne. Bisschen Anlauf drehen und ein Leben. Eigentlich haben wir genug Leben gesammelt, aber wir kriegen nochmal eins dazu, obwohl wir ja nur maximal 3 Leben sammeln dürfen. Level beendet. Dieser Level wurde den Beispielleveln beim Speicherbot hinzugefügt. Und wir machen weiter mit Level 2. Schlag auf Schlag hier die gefährliche Bohnenstange. Okay. Oh, das wird so ein Level? Okay, coole Idee. Ah, ich bin mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Warte mal, ich glaube, ich gehe jetzt. Ich komme gerade da, genau. So und drehen. Jetzt muss ich weiter mit hoch. Drehen. Und jetzt muss ich runter und hoch. Ah, Gott. So. Und hier ist auch schon wieder das Ziel. Das ist eine coole Idee mit der Bohnenstange. Schade, dass man die Levels nicht horizontal noch machen kann. Also nach oben laufen lassen kann. War doch horizontal. Vertikal war wert. Ja, klar. Horizontal. So. Oder? Ach so, egal. Ihr wisst schon, nach oben halten. Nach Level. So. Wir machen weiter mit 1, 2 Remix Unterwelt. Okay. Oh, hier ist ein... Ah, komm, ich will haben. Ah, ein Pilz. Normalerweise ist ja damals mal automatisch in die Röhre reingegangen, aber hier konnte man noch nach hinten gehen. Das ist interessant. So. Da ist noch ein Fahrzeugpilz und wir werden zum Goomba. Was macht denn Goomba? Er wird eingedrückt. Lustig. Okay. Oh. Ja, raus da. Okay, ich möchte den Goomba ganz gerne behalten und wir wollen ja schummeln, ne? Also wollen wir oben lang. Komme ich da schon lang? Ja, komme ich da zur Sache. Kleiner, schneller Goomba. Lustig, wenn es noch einen Schnelligkeitspilz geben würde, dass die Gegner ein bisschen schneller werden. Naja. Ja, jetzt von hier wieder diese Plattform. So, und dann hier auf die Plattform. Dann ein bisschen warten. Und rauf hier. Und hier hinten sind dann wieder die drei allseits bekannten Röhren, nur leider ohne Text. Okay, normalerweise bringen die Röhren einen halt zu Level 2, 3 und 4, aber hier ja nicht möglich. Also gehen wir mal, sag ich mal, in die goldene Mitte. Mal gucken, was da heißt. Wir sind bei der 3 angekommen. Mhm. Und hier ist ein Goomba drin. Schade, also war wohl nicht ganz richtig gewesen. Aber na gut, dann gehen wir halt weiter. Okay. Dumm, dumm. Und ich darf raten, hier hinten ist wieder... Na, noch nicht ganz erzählt. Hier ist nochmal eine Röhre. Oh, da kann ich noch rein. Ah, ich kann nochmal versuchen. Komm, wir gehen da nochmal hin. Das würde mich mal interessieren. Was in den anderen zwei Röhren drin ist. Also wir waren gerade in der goldenen Mitte gewesen. Dann probieren wir jetzt nochmal... Komm, wir probieren mal rechts aus, wo wir gerade gewesen sind. Das hier ist die 2, okay. Und auch leider nicht. Also ist die richtige Röhre... links. Dann gehen wir da nochmal kurz hin. Lalala, lalala, lalala. Bisschen rennen. In die Röhre rein. Boah, war das ein perfekter Sprung, Leute. Das war doch mal ein richtig nice gewesen, der Sprung. So. Und hoch da. Und dann gehen wir jetzt mal ganz links rein. So. Was haben wir denn hier? Die 4. Jetzt kann es ja nur noch richtig sein. Ah, wir kriegen nochmal einen Fragezeichenpilz und wir werden zu Prinzessin Peach mit ihrem Schirm. Und sie hält den Schirm. Okay. In ihrer Pose. Das ist halt schön. Okay, jetzt sind wir Prinzessin Peach.
Ah ja, hier war das Ziel. Hier war das Ziel. Ah, so, guck mal, da fängt sie sich und gibt auch eine andere Melodie als bei Mario. Schön. Level beendet und wir können weitermachen mit dem nächsten Level. Das war schon der Halbzeit hier mit Level 4. Eigentlich ganz Halbzeit. Kapitän Maxi Knochentrocken. Ein Schiff-Level im Super Mario-Style. Mit interessanten Soundgeräuschen. Wow, das war stillig. Das war sehr skillig. Wow, das war schon nicht schlecht gewesen, muss man sagen. Das war schon gut, ja. Okay, nochmal. Also der ist doof. Jetzt habe ich gerade gar nicht den Soundeffekt bekommen, beziehungsweise den visuellen Effekt. Dann bin ich irgendwo falsch durchgelaufen. Genau, hier gibt es den. Das ist ein Soundgeräusch. Ach komm, der doofe Knochen. Da oben ist eine Tür, da möchte ich gerne hin. Schon cool gemacht mit diesen Effekten. So, hier haben wir 4 Türen. Ich gehe mal hier rein. War bestimmt falsch. Ja, wart auch. Also, gibt es hier vielleicht noch irgendwie so ein Item oder so? Gar nichts, einfach nur komplett falsch. Na gut. Spiel, gut, dann gehen wir mal nach ganz links. War das richtig? Nö. Okay, dann können es die beiden ja nicht sein, also kannst du nur ganz rechts sein. Yay! Das ist cool gemacht mit dem Soundgeräusch, dann weiß man, dass man richtig ist. Das ist echt cool. Ich kann für spätere Geisterhäuser auch noch bestimmt benutzen. So, da war eine Ranke drin. Gehen wir mal da hoch. Jo. Dann darauf. Und da ist auch schon wieder das Ziel. Noch ein bisschen warten. Und bam! Ein One-Up. Cool. Ein kleines Leben für unseren Super Mario. So. Dann machen wir weiter. Mit Level 5. Mario. Oh, ein Wasserlevel. Und wir sehen hier ein 8-Bit-Mario. Ach, ist das schön. Was ist das, 16-Bit? Ne, war 8-Bit damals. Ich meine, war 8-Bit. So, gibt's denn hier auch was in der Nase? Oh, Tatsache. Ein Stern. Oh, ha. Erst war in den Gumba reingeschwommen. Schön. Mario. Noch 9 Leben. Verbleiben. So, ist denn hier am Anfang einfach drin? Mal gucken. Lala. Nö, ne, gar nix. So, so. Zack. Ein Sternchen. Dann wollen wir mal nach hier hin. Hier auch die lustigen Wolken. Oh, da ist ein Pilz drin. Hätte ich ganz gerne. Hier auch die lustigen Wolken mit ihren Unterwasser. Wir haben ja nochmal Taucherbrillen, genau. So, hier ein kleiner Stern. Hier ist wohl eine Münze abgebildet. Ist auch ganz schön. Aber interessiert uns jetzt nicht so. Hier durch. Was ist das denn hier, eine Wolke? Oh, hier sind auch gerade ein paar viele Gumbas. Wow, dankeschön. Oh. Oh, jetzt muss ich echt nicht sterben. Aber ich bin gerade ein bisschen doofe Position. Geh mal weg. Oh, oh, das ist das Ende. Ihr seht. Aber es ist gerade gefährlich, das Ende. Wow, 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 wow. Nein, das da kommt. Ey, komm. Oh, Mann. Oh, so knapp. Schade. Ups. Oh, Mann, oh. Ja, toll. Nochmal. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ja, ja. Ach ja. Ach ja, die Musik ist so schön. Hm. Nein! Mann, ich bin so schnell gestorben. Das habe ich schon gesehen. Ach Mann. Mario. Ja, Mario. Was soll das denn? Du hast noch 7 Leben. Ich habe aber jetzt gerade den Pilz und den Stern vergessen. Kann es sein? Weil, doch, meine ich. Ja klar, weil ich war ja sofort tot. Also, wir nehmen den Stern mit. Düt, 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 düt. So, einen hier, einmal den Pilz. Dankschön. Und dann noch ein bisschen schnell den Stern ausnutzen. Okay, und sind wir schwer normal. Und bestimmt sind ja an den anderen vielleicht auch noch irgendwelche versteckten Items drin, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt alles ausprobieren. Jo. Nee, 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 nee. Dankeschön. So, jetzt kam hier schon die Gumma-Familie. Nein. Oh, schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Ah. Oh Gott. Meine Fresse. Das war echt nicht einfach.
Aber das gab ein schönes Leben. Mit Level beendet. So, und damit kommen wir jetzt endlich zu Level 6. Ein Traum. Ein Traum. Coin. Okay. Hier ist wohl ein bisschen... Oh, okay. Hier ist ein bisschen Coin-Party. Ich möchte hier gerne hoch. Danke. Ui, hier ist noch ein Pilz. Und ich glaube, ich muss hier in die Röhre rein. Na gut. So, jetzt sind wir hier. Okay, okay, okay. Boah, so kommen hier viele Münzen raus. Alter, 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 alter. Kann man schön Leben farmen. Braucht man zwar nicht, aber die sind da. Kommt hier nochmal ein paar Münzen, hätte ich gern. Danke. Da ist noch ein Pilz drin. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich verstehe schon, was sie meinen mit einem Traum. Einfach mal alles hier voller Münzen. Ist aber auch schön. Hui, hui, hui. Und dann mit ein bisschen Scrolling-Geschwindigkeit. So. Okay, da müssen wir wieder rein. Boah, Alter, haben die jetzt viel geschossen an Münzen. Ist wie Kamelle. So. Und das geht jetzt noch bestimmt weiter mit den Kugelwillis. So. Tada. So viele Münzen. Eieiei. Ei, ei. Und da müssen wir schnell rein. Noch da in die Röhre. Wow, war knapp. Das war knapp. Und dann kommen wir jetzt hier noch auf eine Plattform. Hier gibt es auch nochmal 40 Millionen, 1000 Münzen. Dann gehen wir noch oben rauf und dann war es das auch schon. So. So viele Münzen hier, meine Güte. So, Level beendet. Und dann kommen wir schon zu Level 8, oder? Ne, Level 7. Ist jetzt Level 7? So, Level 7. 1, 3, Remix athletisch. Okay, 1, 3. Hier ist bestimmt ein Pilz drin. Ah, oh, mit Luigi. Okay, wir sind Luigi. Was ist da drin? Da ist auch ein Pilz. Nein, oh Mann, oh, jetzt habe ich den nicht bekommen. Oh Mann, oh. Wohl, da wäre vielleicht auch wieder nur Luigi drin gewesen, oder? Kann das sein? Was ist hier drin? Hier ist auch noch einer drin. Oh, hier ist Toad drin. Okay, vielleicht war am anderen doch ein anderer Amiibo drin. Ah, doof. Es fing das ein bisschen doof, dass ich einen Pilz da verpasst habe. Soll ich den Level vielleicht haben? Oh, hier ist Prinzess Peach drin. Komm, wir machen hier nochmal den Level. Ist jetzt nicht so schwer gewesen. Aber ich möchte eigentlich echt einen Amiibo-Pilz noch haben. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich meine, wir haben ja noch genug Leben und ja. Also, machen wir auch kurz hier mal schnell durch den Gang. Also, wir springen hier hoch. Wir werden zu Luigi. Dann springen wir hier ein bisschen. Dann hier. Haben wir. Ah, wir werden zu Yoshi. Ja, gut, dass ich das nochmal mitbekommen habe. Boah, geil, die Soundeffekte sind von Yoshi's Island. Bong, bang. Oh, ist ja cool. Der verwandelt sich in ein Ei. Bong, bang, bang. Ein kleines Ei ist das. Oh, ist das niedlich. Das gefällt mir. So, aber wir wollen Yoshi wieder wechseln. Zu Toady. Wow, das war knapp. Ja, war auch knapp. Das war auch knapp, das war auch knapp. Und hier drin haben wir Princess Peach. Wow. Und hier ist dann auch schon wieder... Ah, verdammt, rübergesprungen. Das Ende. Wäre eigentlich lieber gerne mit Yoshi weiter durchgesprungen. Aber, naja. Passt schon. Level beendet. So, und damit sind wir jetzt beim Schloss und Princess Peach. Wir kommen und holen dich. Versprochen. Feuerfest. Einer war ein Pilz, toll. Oh Gott, oh nee. Da ist ein Pilz. Den will ich haben. Da ist noch ein Pilz. Da waren zwei Pilze, da war ein Leben, okay. Was? Okay. Ja, Pilze könnt ihr für mich jetzt erstmal gerne ein bisschen schmeißen, die stören mich nicht. Alter Schwede. Alter, alter, bitte was? Ich möchte gerne durch die Tür. Danke. Oh. Bowser-Kampf. Ah, da sind auch schon wieder die Plattform. Und da ist ja wieder unser Bowser hier. Springen wir rüber. Oh, ganz easy. Und Axt. Und dann ist er auch schon wieder weg. Der gute Bowser. Und Mario hat es mal wieder geschafft. Und vielleicht hat er jetzt endlich mal die Prinzessin befreit. Werden wir mal sehen. Mal schauen, ob die Prinzessin noch da ist.
Mama Mario, Prinzessin Peach wurde in eine Festung gebracht. Ja, wie man sieht, Prinzessin Peach wurde mal wieder verschleppt. Wie immer. Tja, der arme Leidensweg von Mario. Die Fortsetzung folgt natürlich im nächsten Part. So, dann haben wir das wieder. Dann gehen wir jetzt wieder zu Level aus aller Welt. Und dann schauen wir mal, was da noch so Schönes gibt. So, ich würde vorschlagen, wir machen einfach wieder genau gleich wie beim letzten Mal. Ich gehe jetzt einfach auf Level Suche, gehe auf die Sternrangliste. So, jetzt scroll ich einfach mal, wenn ich hier gelandet habe, jetzt scroll ich mal nach unten und dann mal irgendwann mal Stopp. Ich habe die Augen gerade zu, ich sehe gerade gar nichts. Und ich sag jetzt mal Stopp. Oh, geht nur bis 50. Okay, gut, dann machen wir Level 50, mal egal. So, beziehungsweise auf Weltrangliste 50 Grad, nämlich Hobbledore, ho, von ho. Keine Ahnung, ich kann kein Japanisch. Tut mir leid. Ah, das ist Automatik-Level. Na gut. Halt ein Automatik-Level. Ha. Ich meine, Automatik-Level sind ja ganz nett. Aber ich meine, man ist ja eigentlich mehr da, um zu spielen selber, ne? Okay, ist jetzt auch nicht so lang, das Automatik-Level. Ja, okay. Ja, okay. Naja. Ist nicht ganz so spannend. Muss ja nichts drücken. Ja? Könnt ihr mich ja nicht beim Fail zusehen. Dafür habt ihr doch eingeschaltet. So, beenden. War nicht so toll. So, dann gehen wir mal ein bisschen nach oben. Ich gehe jetzt manchmal ohne Augen zu, mal so. Springhestkamm, das machen wir nochmal. Da haben wir nur Super Mario U-Style. Gucken wir mal, was das ist. Das sah auf jeden Fall schon mal lang aus. Mal gucken, könnte interessanter werden. Oh, die ganzen Kommentare hier wieder. Ich weiß, ich glaube, man kann die auch ausblenden. Weil teils die vielleicht doch ein bisschen... Achso, man braucht jetzt Springboard. Springboard, na komm. Aha, ein Pilz, okay. Spring to the Spring of was? Och ne, das ist so ein Level. Okay, lustig. Das wird lustig. Okay. Was heißt ja auch Spring? Ah, Springboard. Ah, ich verstehe schon. Ich dachte, die meinten Frühling erst. So. Ah. Ach, da war ein Block. Habe ich gar nicht gesehen hier durch den Kommentar. So. Okay. Zack, zack, zack. Great level, my favorite so far, will be downloaded, good job. Okay. Dann gehen wir hier hin. Ein Pilz. Kumba? Koopa? Oh, da kommt noch einer raus, stimmt, den kommen wir da kontinuierlich raus. Ja gut, da habe ich halt ein Leben verloren, macht ja nichts. Nein, naja, das ist so ein Level. Muss ich das jetzt wirklich zu Ende spielen? Ja gut, okay, komm. Machen wir nochmal. Tudung. Na komm. Na komm. Okay. Haben wir. Nein. Wow, okay. Wow, 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 okay. Alles okay, Mario. Wow, ach, das ist ja der Block, den sehe ich immer nicht hier durch einen Kommentar. Also manchmal ist das hier echt ein bisschen überladen mit den Kommentaren. Das ist ja echt schon nicht mehr ganz so toll. Vor allem diese großen, dicken, gemalten Sachen. Naja, gut. Kann ich ja, glaube ich, auch ausschalten, aber komm, wir lassen es einfach ran. Solange die Sachen noch nicht anfangen zu spoilern. Was hoffentlich bald nicht noch passieren wird. Wo halt, glaube ich, schon bei manchen Sachen echt so ist. Finde ich da ein bisschen schade, aber naja, dann sei es halt drum. So. Nein. Oh, oh. Nein. Nein. Oh, ich will hier raus. Ah. Oh Gott. Meine Skills hier, ey. Meine nicht vorhandenen Skills. Nein, das... Mann! Ich will das Level nicht spielen. Komm, mach mal ein anderes. Nee, mag ich nicht. Level beenden. Tut mir leid, nicht meins. Hat doch nur 4000, aber 4000 Dollar Leute sind noch rübergetreten über dieses Level. Abschlussrate ist unter 11%. Okay. Machen wir ein bisschen nach oben. Was war da unten? Irgendwas Deutsches, was Englisches. Adventure ist eine Stange. Ja, das hatten wir ja gehabt. Genau. Dann machen wir mal so. Was haben wir denn hier? Green Hell Zone. Amiibo Mod. Ja, warum nicht? Oh, das sieht da unten aber auch cool aus. Machen wir das gleich noch dahinter nach. Machen wir mal Green Hell Zone. Amiibo Mod. So, wir kriegen... Wir sind Sonic. Und das Geilste ist, es ist nicht 8-Bit gepixelt. Oh, das war auch schon weg, der Anzug. Toll. Hat sich gelohnt, oder Sonic? Sondern, der hat diesen, damals... dieser Sonic, wie nennt man denn? Hier, ne? Von Sonic. Ich soll damals nur Sonic das spüren. Ich dachte, der hatte doch einen anderen Namen. Hier von Sonic 1, 2, 3 und 4, so halt diesen.
diesen als Style hatte das. Seht ihr das? Was ist denn überhaupt sein Move? Ah, er guckt nach oben. Geil, der hat sogar dieses Münzengeräusch. Okay, wer Münzen gesammelt, ist es aber normaler Geräusch-Sound. Ah, ein Mario again, okay. Das ist voll cool gemacht, vor allem wie er springt und so. Und die ganzen Soundeffekte damals vom Spiel Sonic waren, ne? Er ist schon cool gemacht. So, zack, zack. I don't want to be Mario. So, hier werden wir nochmal Sonic, genau. Okay, wow, coole Idee. Das ist cool gemacht. Geil, sogar mit der alten Sonic-Musik. Aber das hat schon was. Das hat schon was. So. Da wir vorher schon mal noch ein Level, nämlich das eine, was ich noch da gesehen habe. Das sah nämlich ganz cool aus. Ja, beendet. 35%. Ja gut, kann man eigentlich nur beenden. Ist ja nicht so schwer. Und zwar, das hier sah ganz cool aus. Mal gucken, was das ist. Ich hoffe, das ist kein Automatik-Scheiß. So. Ja. Ist das Automatik? Nein. Okay, das ist toll. Könnte auch ein Chess-Level vom Spiel sein. Okay. Ich hoffe, dafür ist jetzt nicht das Chess-Level hier. Okay, hier ist ein Goomba. Hard but awesome. Ja gut, da dachte ich mir schon wieder. Okay, ich muss ja auf jeden Fall rum. Okay. Nein. Ah, verdammt. Du bist Feuer. Okay, es ist ein hartes Level. Okay, dann schauen wir einfach mal, wie gut wir sind. So, schön ja an der Wand lang. Genau. So, dann müssen wir unten lang. So, hier schön aufpassen auf die ganzen Feuersachen. Okay. Oh Gott, was ist denn das hier, Leute? So, ganz schnell hier. Oh, genau, danke. Den brauchen wir. Hard but awesome. Krieg ich überhaupt hier mal einen Pilz? Das wäre voll geil. Genau, Paragumbas. Hab ja sonst keine Probleme. Ich gehe einfach mal durch. Ganz vorsichtig. Hier wird auf jeden Fall. Bitte was? Hallo? Ich habe keine Ahnung, wie ich da machen soll. Hä? Nein! Was ist das denn? Ah, das mit den vier Gumbas, da habe ich gerade nicht verstanden. Also, ich möchte jetzt nicht unbedingt. Also, ich weiß, dass das sieht von ein schweres Level aus, aber. Habe jetzt gerade nicht so die Lust drauf. Vielleicht fehlt noch ganz schnell ein kleines. Das da sieht klein aus. Keine Ahnung, was das ist. Das machen wir noch zum Abschluss. Und dann war es das hier für diese Folge auf jeden Fall. So, wieder Japanisch. Können die dich auf Englisch schreiben? Dann kann man wenigstens verstehen, was hier steht. So, was ist denn das? Ein Pilz. Ah, ja, ich sehe schon, was die Mechanik hier ist. Okay, cool. Das ist falsch rum? Nein. Nein. Ja, perfekt. Und jetzt? Hä? Bitte was? Boah, what the fuck hier? Nein. Nein, falsch rum. Jetzt ist er wieder zurückgegangen. Nein. Ja. Nein. Da, jetzt perfekt. Okay. Okay, jetzt kommt der Pilz runter. Jetzt können wir das hier wohl ein bisschen kaputt machen. So, so, so. Und ab zum Ziel. Und damit will ich vorschlagen, Leute, was ist hier vor diesem Part, vor Let's Play Super Mario Maker. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit Super Mario Maker. Und ja, bis dahin sage ich dann ciao. Euer Nintendo.